So, hallo, wir machen weiter. Bei Kirby und das vergessene Land. Letztes Mal waren wir im Geisterhaus und haben ganz viele noch Schatzstraßen gemacht. Und jetzt haben wir nur noch das vorletzte Level und das Boss-Level vor uns. Insofern gehen wir rein. Oh, 5 Waddledees. Das könnte ein langes Level sein, vielleicht haben wir auch nur dieses Level vor uns. Wir werden sehen. Wir werden alles sehen und erleben. Die Traumparade. Wundaria-Traumparade, okay. Ich bin gespannt. Vor allem auf die Musik, weil Paraden haben oft eine schöne Musik. Oh, kommt der wieder? Nein, dann brauche ich die Feuerfähigkeit zwar nicht, aber ich hätte sie gerne mitgenommen. Ja, okay. Okay, die Parade geht noch gar nicht los. Okay, wahrscheinlich löse ich die Parade mit dem Schalter aus. Na dann. Party! So, da ist ein weiterer Schalter. Der scheint mir optional zu sein. Ah, okay. Ist auch nur für Coins. Ah, ne, und eine Kapsel. Ich frage mich schon wieder, ob bin hier seitlich, aber nee, okay, kann man nicht. So, erstmal hier unsere neue Schwertfähigkeit unter Beweis stellen. Wusch. Oh, die Enten werden wieder mitgenommen. Da ist die nächste Ente. Könnte überfahren werden, ich hoffe nicht. Okay, scheinbar nicht, weil die wäre jetzt tot. Oh, ja, doch, sie können ein bisschen erschrocken werden. Okay. Ja, komm her. Alles gut. Alles gut. Hier ist die letzte Ente. Easy. Wieso kann man denn da hinter dem Ding runterfallen? Was war das denn? Okay. Hallo. Alle Enten wieder zurückgebracht. So. So muss das. Und wir haben noch nicht einen von den 5 Waddledees gefunden. Das beunruhigt mich ein bisschen. Der erste, den wir finden, wird wahrscheinlich gleich der zweite sein oder so. Könnte ich denn da was verpasst haben? Ja, vielleicht habe ich auch noch nichts verpasst. Hier ist auf jeden Fall was. Okay, bist du der Erste? Yes! Sehr gut. Noch nichts verpasst. Finde ich gut. Dann weiter. Okay, will ich den Wirbelwind? Wir gucken mal, ob ich ihn brauche. Hat sich die Frage erledigt. Ja, okay, ich kriege ihn hier eh. Weil ich jetzt sonst nicht hier rüber käme, lol. Ach doch, aber nicht zum Schalter. Okay, aber der Schalter hat jetzt auch nur Eis ausgelöst. Bisher ist er noch nicht relevant gewesen.
Okay, jetzt muss ich hier rüberkommen. Aha. Was haben wir denn hier? Oh, ein Autorennen wieder. Und Moment, hä? Alles möglich auf einmal. Alles auf einmal. Erstmal den hier. Aha. LOL. Ach, weil da auch 5 Sekunden steht. Ja, okay, alles klar. Wäre hier irgendwas versteckt noch? Nein, okay. Ja, dann kann man natürlich nur... nur so gewinnen. Okay. Ja gut, dann let's go. Da habe ich wohl gewonnen. Wie unerwartet. So, Nummer 2. Sehr schön. Gut. Haben wir hier außenrum noch irgendwas Spannendes? Nee, sieht nicht so aus, ne? Oh, da ist einer. Sehr gut, Nummer 3. Aber sonst ist hier nichts weiter, ne? Jetzt kann ich da erstmal in Ruhe runter. Da ist aber so ein Poster. Oh, das war direkt einfach nur das eine Poster, okay. Sonst keins weiter. Okay. Aber brauche ich die Grabfähigkeit? Kommt der Maulwurf wieder? Ach. Das finde ich auch komisch, das Fliegen, was ja eigentlich Kirbys absolute Spezialfähigkeit ist, wird so dermaßen eingeschränkt, wenn man halt damit an irgendwelche Orte kommt, an die man noch gar nicht kommen soll. Aber naja, ist okay. Wohin jetzt? Da drüben ist eine Fähigkeit. Okay. Kann ich damit die Viecher eigentlich jetzt von der Bahn fegen? Das ist ein Ja. Kapsel! Wusch! Ah, da ist was dahinter, was wir wollen. Nice. Und dahinter geht's nochmal weiter. Seht ihr das? Da ist noch mehr zum Kaputtmachen. Obala. Wer also denkt, da wäre man schon fertig, täuscht sich. Da ist nämlich noch eine Scroll. Oh yes, Federtornado. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die war jetzt mal wieder wirklich geheim. Da muss man ein bisschen hingucken. Okay, ich hätte gern mein Feuer. Nein, nicht kaputt machen. Kommt er wieder? Nein, aber dann brauche ich noch nicht. Okay. Oh, jetzt werden wir hier gleich wegrennen müssen. Das sehe ich doch jetzt schon, dass hier gleich was aufgeht. Na klar. So, jetzt gut aufpassen, ob irgendwo ein Wurzeltier auftaucht. Einer fehlt uns noch.
Da ist ein Schalter. Da ist mein Waddle Dee. Nice. Dann fehlt aber auch nur noch eine Mission. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir die noch finden. Scheiße. Ah, das ist dann immer dieses Nein. Okay, was hätte ich tun müssen? Man weiß es nicht. Aber es war jetzt nicht so ein langes Level. Das kann man nochmal schnell durchlaufen. Je nachdem, was wir tun müssen. Ich bin gespannt, ob ich hätte draufkommen können. Ohne in Schlamm zu treten. Wann bin ich denn in Schlamm getreten? Ah, scheinbar irgendwann. So viel Schlamm war jetzt in dem Abschnitt gar nicht. Aber ist okay. Ist okay, mach mal, mach mal, mach mal. Easy. Ui. Und es geht das letzte Level auf. Rums. Drahtseilakt im Zirkuszelt. Na dann. Sind wir mal gespannt, was da für ein Bossi kommt. Aber vor dem Boss... Oh, da gibt's noch ein Sternchen. Okay. Ja, aber vor dem Bossi gehen wir hier noch rein. Also nicht in Schlamm treten. Wo ist Schlamm? Wann bin ich in Schlamm getreten? Da ich mich nicht mal an Schlamm erinnern kann, kann es nicht so schwierig sein, da einfach nicht reinzutreten. Bisher ist hier kein Schlamm gewesen. Ach! Ja, okay, hier bin ich am Anfang, glaube ich, reingepflumst. Ja. Okay, das ist der Schlammabschnitt. Ja, okay, da bin ich in Schlamm. Ja, ist in Ordnung, akzeptiere ich. Ist akzeptiert. Ja, okay, hier ist Schlamm. Ja, okay, okay. So, aber dann haben wir jetzt, glaube ich, den Schlamm schon weg. Ich glaube, das war schon alles mit Schlamm. Ja, das war schon alles mit Schlamm. Kommt noch... Also, ich glaube, nochmal gibt es gar nicht Schlamm, oder? Hier ist kein Schlamm gewesen. Nee. Also könnt ihr nicht dann jetzt schon sagen, hey, du hast es geschafft, weil es kommt eh kein Schlamm mehr? Ah, brauchen wir eigentlich gar nicht das Wasser, ne? Ne, hier kommt überhaupt kein Schlamm mehr. Ja, das war's ja schon jetzt. Ach nee, Quatsch. Jetzt kommt ja noch der Abschnitt hier, aber auch das ist ja einfach nur Weglauf. Da ist ja auch kein Schlamm mehr gewesen. Na gut, dann haben wir's. Aber er sagt's dann erst zum Schluss. Okay, er ist in Ordnung. Ist okay. Abflug.
Plopp. Yay. Okay, alle Missionen soweit geschafft. Es bleibt nur noch Le Boss. Na dann, ab zum Boss. Wen könnten wir denn da haben? Ich bin gespannt. Die Sonne und den Mond könnte ich mir vorstellen. Die gibt es auch immer bei Kirby eigentlich. Und die könnten hier so weiter schon so ein Sonnensymbol und Mond wegen Nacht, ne? Das wäre eigentlich ganz passend. Oder halt ein Boss, den man noch nicht kennt. So, wir haben den Igel, Schwert und Bomben. Wir machen es erstmal normal. Solange ich nicht weiß, welche Fähigkeit ich brauche, werde ich mit Fähigkeit kämpfen. Normal geht es meistens leichter. Außerdem müssen wir sowieso einmal ohne Schaden und so weiter. Vielleicht kriegen wir das ja gleich hin. Mal gucken, was passiert. Ah ne, es ist jemand ganz anders. Okay. So ein Zauberer. Okay, du bist keine Zauberin. Leopardina. Nee, Tazandra. Okay. Ja, gut. Das ohne Schaden hat schon mal gut funktioniert. Aber kann man auf jeden Fall schaffen ohne Schaden bisher. Ich mag die Musik. So. Zwischending? Nein, noch nicht. Also lernt die noch mehr? Oder hat die keine Zwischenphase? Ach, mein Gott. Ah, mein Gott, ich verfehle immer. Okay, keine Zwischenphase. Gut. Dann bleibt's halt so. Ach doch, jetzt. Okay. Was macht sie jetzt, die Tazandra? Okay, sie geht da hoch. Sie schießt. Oh, ah, das sind Schwerter. Ja, aber Moment, wenn ich sie jetzt angreife, dann habe ich ja doch jetzt nicht mit... Oh, jetzt habe ich ja doch nicht mit, nur mit normal gekämpft. Das ist natürlich blöd. Ja, aber egal. Sie hat mich erwischt. Ich dachte, ich schaffe das. Huch. Okay. Ja, das ist... Würdest du bitte mitdenken, das ist keine von den Fähigkeiten, die wir hier nutzen können. Es war der Wirbelwind. Aber danke für die Information. Oh. Oh mein Gott. Vielleicht wird ohne Schaden doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Wobei, ich glaube, mit Bomben ist die ohne Schaden relativ gut, weil man da mit Fernkampf angreifen kann. Oh, aber gerade bin ich auf dem Weg... Gerade bin ich gut auf dem Weg, die Zeitmission zu schaffen. Schade. Mann!
Okay, jetzt macht sie den Quatsch wieder. Bruder! Scheiße. Aber da fehlt halt nicht mehr viel. Ach Mann. Da fehlt halt echt nicht mehr viel. Okay. Alter! Nintendo! Gib dir gleich leichte Brise. Bruder! Nein! Ach Mist! Jetzt springt sie drüber. Nein! Oh wow! Über Bande getroffen. Sick. Wusste gar nicht, dass das geht. Nice. So, irgendwas muss ich dann dagegen unternehmen. Wenn es darum geht, keinen Schaden zu bekommen. Mann, Mann! Fuck. So, hier ins Gesicht! Mist! Einmal noch jetzt. Ach komm, ich hab schon wieder... Oh. Kann man sie irgendwie aus dieser Phase raus... So, tschüss. Aus dieser Phase rausziehen, wollte ich sagen. Miau. Oh, zwei rollen dann gleich. Bleistiftbohrer, okay. Ja, dann lohnt es sich immerhin gleich wieder ins Wottelidorf zu gehen. Badab, 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 bam. Sehr schön. Trifft die kletternde Cassandra mit der Spezialpower Entdecker. Okay, alles klar. Oh, so kann ich die aus dem Klettermodus rausziehen, oder was? Das wäre interessant. Ah ja, okay, jetzt geht's natürlich erstmal, ja, klar, automatisch hier zurück. Weil wir jetzt ja auch neue Sachen freischalten. Oh, wow! Da baut sich eine Arena auf. Was ist das denn? Bosswasch oder was? Oha! Was da denn alles passiert? Serie 2, okay. Arena. Gegen Boss und Gegner, gewinne Preise. Oh je, oh je, oh je. Oh Gott, Bossrush ist immer gar nicht meins. Meta Knight. Was machst du denn hier? So, ja, das wissen wir. Das wissen wir auch. Und mir fällt da gerade was ein. Erstens, das Meta-Knight-Turnier nennt sich da... Jetzt nicht.
Elflin, jetzt nicht, Elflin. Später. Erstmal schlafen. Meta Knight machen wir nächstes Mal. So. Ich will jetzt erstmal upgraden. Das ist das Erste, was ich will. Dann ist mir... Oh, hier 155, okay. Dann ist mir eingefallen, Counter hat mir ein paar Codes gesagt, die man durch die Demo bekommen hätte, die man hier einsetzen kann. Die ich noch nicht eingesetzt habe. Hier kann ich jetzt auch hoch. Was ist das denn? Ah, kann ich mir hier die Stadt angucken, oder was? Okay. Ah, hier ist was. Aha. Erwischt. Und hier ist einfach ein Stuhl mit einem Stern. Aha, hier ist was. Erwischt. Okay, das machen wir, wie gesagt, nächstes Mal. Ja, nächstes Mal, nicht jetzt. Aha. Erwischt. Okay, hier geht's auch noch nicht weiter. Ah, die kommt auch immer wieder, die Münze. Finde ich gut. Okay. Dann haben wir, denke ich, alles Wichtige gesehen. Erstmal hier rein. Jawohl, da ist der Kugelblitz. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Gleich daneben, sehr praktisch. So, erstmal Wirbelwind aufladen. Zack. Federtornado. Mit dieser entwickelten Spezialpower kannst du das Portal zum Federtornado-Schatz... Ach so, okay. Ist jetzt ein neues Portal dann aufgetaucht, oder was? Was ist jetzt bei der anders? Gegner oder Sterne in den Wirbel, habe ich doch schon gemacht. Ach nee, habe ich glaube ich noch nicht gemacht. Okay. Jetzt erstmal neuer Bohrer. Bleistiftbohrer. Was kann der jetzt Neues? Angriffen ausweichen, Boden eingräbst. Dreimal komplett im Kreis. Hey, ich kann mich nicht dreimal... Was? Ah, okay. Vielleicht kann ich es doch. Okay. Gut, ja, dann gehen wir mit dem Entdecker doch mal auf Katzenjagd, würde ich sagen. Ah, ja. Erstmal machen wir hier auf. Eine Winterstadt. Schneelandschaft. Winterkuppe. Das ist ein schöner Name. Ja, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Nördliche Froststraße. Nein, jetzt noch nicht. Wir haben noch viel zu tun. Ach, ist hier dann dieser... Ah, hier ist dieser Schatz. Ja, wann anders. Nicht alles auf einmal. So. Jetzt erstmal den Entdecker mitnehmen. Hey, wobei, habe ich den Entdecker da überhaupt gesehen? Ist der Entdecker bei den Items überhaupt dabei gewesen? Bin ich doof? Ach, hier.
Ah, habe ich das vorne als Igel wahrgenommen? Ups. Das Gute ist ja, ich schieße jetzt ja mehrfach, also dürfte es gar nicht so schwer sein, die fliegende Katze abzuschießen. Fliegende Katze wahrscheinlich. Angriff aus dem Hinterhalt. Gleich weg mit dem Viech. Aber mit ihm sollte es dann ja auch möglich sein, theoretisch, ohne Schaden hier durchzukommen, wollte ich sagen. Muss halt immer nur schön ausweichen. Darf ich nicht ungeduldig werden? Gefährlich wäre dann eigentlich nur, genau, wird eigentlich nur noch die Stampfattacke. Scheiße. Ja, da haben wir den Treffer schon kassiert, aber hey. Ja, das ist halt das Problem, wenn man unvorsichtig wird. So, jetzt sind wir in der Kletterphase. Nein! Nein! Ja. Ich hab's getroffen, es zählt. Da ist die Mission, es zählt. Wenn ich jetzt sterbe, zählt es eigentlich immer noch? Scheiße. Ja. Zählt das jetzt noch? Also ist die Mission jetzt erledigt? Oder ist die wieder weg? Ach, shit. Okay. Nicer erster Schlag. Ah, weg, weg, weg! Boah, Bruder. Vorsicht. Nein! Boah, ich dachte, die treffen mich. Sehr schön. Mission erledigt.
Aber ich kann sie damit nicht runterholen. Okay, das heißt, ich muss so oder so warten, bis sie wieder kommt. Ich versuche jetzt noch, die Mission ohne Schaden zu machen. Aber es wird schwierig. Okay. Vorsicht! Ich muss eigentlich einfach nur geduldig bleiben. Dann schaffen wir es ja. Nein! Oh, leck! Scheiße. Ja, jetzt ist egal. Jetzt ist egal. Ach komm, geh doch einfach drauf, ey. So, tschüss. Ja, war blöd. Aber immerhin eine Mission ist weg. So, was ist die nächste Mission? Ohne zu schwer. Das habe ich so oft zum Ausweichen genutzt. Okay. Die wissen schon, was man braucht. Oh je. Ohne zu schweben. Ja, wie das denn? So oder was? Dann versuchen wir es jetzt mal mit Bomben. Dürfte eigentlich auch relativ effizient sein. Mal gucken. Ach, ich schweb schon. Scheiße. Einfach automatisch geschwebt. Ah. Einfach automatisch losgeschwebt. Oh Gott. Oh Gott, das wird ja wild. Das wird ja richtig wild. Das wäre vielleicht dann eine Möglichkeit, wo man so ein S-Item mit reinnimmt. Oh, okay, das macht gut Schaden. Okay, Bomben machen richtig gut Schaden. Also springen darf ich ja, nur nicht schweben. Oh.
Gibt's dann hier überhaupt so eine Mission von wegen, mach kein, ohne Schaden zu nehmen? Fände ich cool, wenn nicht. Ja. Ja, wie soll man das denn ohne Wegschweben schaffen? Es Wir könnten es gleich haben. Nein, jetzt kommen nochmal die Messer. Ich raste aus. Scheiße. Ich hab nicht aufgepasst. Oh Gott, das ist es fast. Das ist es. Oh yes, ohne Schweben geschafft. Oh mein Gott, ab jetzt darf ich wieder schweben. Eieiei. Okay. Was ist die nächste Mission? Ohne Schaden. Wahrscheinlich. ...1,30. Okay. Ist die Frage jetzt, womit geht's am schnellsten? Womit geht's am schnellsten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Bomben hatten schon gerade einen ganz guten Eindruck gemacht eigentlich, aber ich glaube fast das Schwert ist besser. Wir probieren mal das Schwert aus. Scheiße. Wo ist mein Schwert hin? Danke. Mist. Ja. Problem ist, sie macht mir halt auch so mächtig Schaden. So schnell komme ich da nicht gegen an. Ah, schwierig. Energietechnisch schwierig. Lol. Bin halt so gut wie tot, also ich kann mir nicht mehr viel leisten. Aber sie auch gleich. Ich weiß halt nicht, wie lange wir schon im Kampf sind. Komm schon, komm schon, komm schon! Scheiße, ich dachte, ich krieg sie noch. Ah, ich dachte, ich krieg sie noch. Mist. Oh, meine schönen Münzen. Aber ich glaube, Schwert ist schon die Wahl, ne? Für Schnellkämpfe. Wenn ich den hier halt rausziehe, wenn ich den hier rausholen könnte, das wäre sick. Einmal reicht nicht, jetzt muss schon der zweite sein. Na, eine dritte gibt's nicht, eine dritte Phase. Nein. Wenn es die zweite Phase ist, dann habe ich den Schadenschlag. Okay.
Ja! Nice! Komm her! Brav. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist die Zeit. Das wird jetzt die Zeit auf jeden Fall sein. Weil hier kann ich halt nichts tun. Oder kann ich das zurückschleudern irgendwie? Nee. Nee, kann ich nichts machen. Kann ich nur warten. Na gut. Ja, geil. Okay, das passt. Das war's gleich. Tschüss. Nein! Du blödes Vieh. Weh, das kostet mich jetzt die Zeit. Komm schon. Das waren bitte 1,30. Yes, das waren 1,30 und jetzt gibt's noch ohne Schaden, ne? Es muss ohne Schaden noch geben. Es geht nicht anders. Das muss noch kommen. Na ja, klar. Okay, es ist, bleibt nur die Frage, wie. Ich muss halt geduldig sein. Ich muss halt einfach geduldig sein. Also, ich denke, es ist mit Normalkämpfen am leichtesten. Weil alles andere... Ja, ich weiß nicht. Wobei, mit dem Schwert habe ich jetzt auch relativ wenig Schaden genommen. Und wenn ich die, wenn ich auf die paar Momente noch aufpasse, wo ich Schaden genommen habe, könnte es vielleicht werden. Wir werden es mal ausprobieren. Darf ich ja wieder schweben. Weg, 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 weg! Boah! Das war knapp. Ich wollte noch ein bisschen draufhauen, aber dann nicht. Soll schön ausweichen. Und weg. Und weg. Nichts riskieren, nichts riskieren, nichts riskieren. Nichts riskieren. Wir haben's. Yes! Huh! Schwert war die gute Wahl. Schwert war die richtige Wahl. Nice! Katzenboss endgültig erledigt. Höchstens noch im Bosswasch. Da werden wir ihn dann nochmal bekommen. Ha, okay.
Aber Bosswash ist, ja. Noch weiter weg. Weil ich schätze mal, der richtige Bosswash gibt es dann erst, wenn wir alles durch haben. So, weil, ne? Jetzt sind wahrscheinlich noch so kleine Kämpfe erstmal im Kolosseum. Aber machen wir jetzt noch nicht. Wir können uns jetzt eigentlich noch schnell den Wind hier anschauen. Das machen wir fix noch. Wir gucken uns noch schnell den Wind hier an. Also hier, das meine ich. Eine Minute brauche ich. Okay, mal gucken. Drehe die Windräder. Na, lauf doch weiter. Komm her. Okay. Okay, das ist dann das Ziel. Ja, okay. Zeitlich schwierig. Ach so. Hab nix gesagt. Hab nix gesagt. Alles cool. Alles cool. Ja, sehr schön. Dann haben wir es jetzt aber wirklich, wirklich, wirklich. Okay. Dann gucken wir uns nächstes Mal Welt 4 an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt ist auch meine Aufnahmesession hier beendet. Und sage Tschüss.